Jetzt geht's los. Aktuelles aus dem Sommertrainingslager präsentiert euch die Heimatkrankenkasse. Hallo aus Österreich. Am heutigen vierten Tag unseres Trainingslagers stand das erste Testspiel auf dem Programm. Gegner war der russische Erstligist Rubin Kasan, der bereits kommende Woche wieder in die heimische Liga startet. Ja, war schön, wieder auf dem Platz stehen zu dürfen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit der Truppe. Ich glaube, das Ergebnis beweist es auch, dass wir auch Spaß hatten zusammen. Alles in allem habe ich mich gut gefühlt. Ich glaube, ich bin gut reingekommen in die Mannschaft, habe mich schnell an das Spielsystem gewöhnen können und ja, erfolgreiches erstes Spiel, würde ich sagen. Tore schießen war ja noch nie so mein Problem eigentlich. Ich bin mit der Mannschaftsleistung mehr als zufrieden. Darf nicht vergessen, dass wir gegen einen qualitativ sehr hochwertigen Gegner gespielt haben und haben zu Null gespielt, haben 4 Tore geschossen, hätten vielleicht in der ersten Halbzeit sogar noch mehr schießen können und haben insgesamt wenig zugelassen und als Mannschaft defensiv sehr, sehr gut gearbeitet. Erstmal danke sehr. Wie du es sagst, ein Tor vorbereitet, sage ich, ein Tor gemacht. Klar, habe ich ordentlich gemacht, aber ich finde es auch von der Mannschaft, wie wir es gespielt haben in der ersten Halbzeit, überragend, auch von hinten raus. Tego, wie das gemacht hat hinten, oder die Abwehrspieler, die gesamte Mannschaft, super herausgespielt. Und ja, dann verdient die Tore erzielt, würde ich sagen. Über die Qualität oder über das, was der Gegner gespielt hat, möchte ich gar nicht sprechen. Ich spreche darüber, was wir gespielt haben. Und das war, wie gesagt, defensiv von vorne von den beiden Stürmern angefangen, durchs Mittelfeld. In der Abwehr war das sehr konzentriert und sehr konsequent. Und vorne haben wir halt, wenn man so die Entstehung von den beiden Elfmetern zum Beispiel nimmt, haben wir sehr hohe individuelle Qualität. Keanu und Andras haben das da super gemacht, die Elfmeter rausgeholt. Und bei Standards waren wir schon immer gefährlich. Von daher, ganz unabhängig vom Gegner, haben wir da sehr, sehr viel schon richtig gemacht. Und zweite Halbzeit war es dann, muss man ehrlich gesagt gestehen, so der Kampf gegen den inneren Schweinehund bei uns, weil es schon auch mit den Temperaturen nicht einfach ist. Der Gegner hatte sehr, sehr viel Ballbesitz, aber auch da haben wir zu Null gespielt. Von daher rundum zufrieden. Die Vorbereitung ist, glaube ich, noch ein Stück weit, also ist noch ein bisschen lang. Ist sehr, sehr früh, sowas zu sagen, aber ich gebe weiterhin Gas. Ich möchte spielen. Ich glaube, das will jeder von uns, aber ich versuche es jedes Training, jedes Spiel zu beweisen. Und im Endeffekt, wer am ersten Spieltag auf dem Platz steht, wird dann der Trainer entscheiden, das ist klar. Auf jeden Fall einen festen Stammplatz im Team zu erreichen und klar, so viel zu tun für die Mannschaft, wie es geht und ja, dann erfolgreich in die Saison starten. Ja, wie gesagt, wir sind mitten in der Vorbereitung. Das darf man nicht vergessen. Da wird es in der zweiten Halbzeit, wird es dann eben, wie ich eben sagte, der Kampf gegen den inneren Schweinehund. Aber den haben wir angenommen. Jeder von uns hatte in der zweiten Halbzeit viele kleine Abspielfehler drin. Das ist ganz normal, wenn man kaputt wird dann im Laufe des Spiels. Und das haben wir aber als Team insgesamt super aufgefangen, haben auch da nicht viel zugelassen. Und man darf nicht vergessen, wir haben auch noch 2 Wochen Zeit bis zum Ligastart. Von daher denke ich, dass wir voll im Soll stehen und alles in Ordnung ist. Leute, denkt ans Gewinnspiel. Heute ist der Buchstabe H. Und schöne Grüße an die Heimat.